Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier am Sonntag heute zu Part 6, glaube ich. Ja, ich hatte Probleme gestern ein bisschen mit der Aufnahme, aber ja, gestern deshalb kein Video. Aber keine Sorge, ändert nichts daran, dass der ganze Uploadplan so bleibt, wie er ist. Und deshalb kommen halt heute einfach zwei Videos, das jetzt dann um... Ja, ich hoffe um 14 Uhr werde ich es schaffen und ja... Wir sind stehen geblieben vor Mordrek, genau. Wir wollen ja ins neue Lager. Und ja, das machen wir jetzt. Gehen wir es erstmal langsam an. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. So, okay. Ja, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So, dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Wahrscheinlich hast du recht. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ja, genau. Wir könnten jetzt in diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide machen, aber wie ihr ihn seht und auch seine Waffe und auch seine Rüstung, haben wir wohl keine Chance. Deshalb tun wir jetzt einfach mal so, wir wollen uns dem Lager anschließen. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Nö, lass uns zu Laris gehen, genau. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. So. Wir speichern mal, weil diese Hinterherrennen-Quests sind teilweise ein bisschen verbuggt gewesen. Ich habe zwar die ganzen... Ja. So. Genau das. Oh, lauf zu. Ja, ist früher sehr verbuggt gewesen, also ohne irgendwelche Patches oder was, keine Chance. Und jetzt ist das Schöne, alle Tiere, die Mordrek für uns erledigt, geben uns EP. Wir sammeln natürlich auf dem Weg auch alles auf. Deshalb wollte ich auch zuerst Tiere ausnehmen lernen, weil ich glaube, er tötet auch ein paar Wölfe auf dem Weg. Ja. Ja, diese NPC-Quests, man kann es jetzt auch ausreizen und irgendwelchen wilden Tiere noch herlocken und... Ja, ihr wisst, was ich meine. Werde ich jetzt wohl nicht machen. Ich weiß ja, wann Kapitel 2 anfängt. Und... Genau. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Und ich werde vorher auch nochmal so eine kleine Runde machen. Indem ich ein bisschen grinde. So, hallo? Jetzt habe ich schon gedacht, der rennt weiter. So, der macht die alle. Ja, Hause kaputt. Ich habe auch noch nie erlebt, dass Mordrek auf dem Weg stirbt. Ja. Wäre natürlich Win-Win-Situation. Weil dann... Ich glaube, da bekommt man dann einfach mehr EP für die Quest. Aber, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich glaube, ich habe Mordrek noch nie legal umgebracht. Klar, mal mit Cheats probiert. Oder mit Cheats gespielt. Ich glaube, jeder, der Gothic gespielt hat, hat mal Cheats eingesetzt. So... Wir sammeln hier alles auf und wir sind eine Stufe gestiegen. Ist auch sehr gut, weil ich jetzt was probieren möchte. Weil wir jetzt gleich in eine Stelle kommen, wo ich Mordrek versuchen werde stehen zu lassen. Weil ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an, ich glaube an, an Fingers erinnern? Hat er gesagt, wir sollen vielleicht schleichen lernen. Oh, davor müssen wir uns aber mal kurz heilen. Machen wir mal kurz, weil ich glaube den Scavenger da oben... Ich speichere jetzt hier einfach mal. Oh ne, er macht ihn sogar. Nein, er macht ihn nicht. Da machen wir den Scavenger selber. Komm her. Und jawohl, drei Schläge, dann ist der Scavenger down. So, und Mordrek steht jetzt hier unten. Hinten ist ein Goblin. Ich renne jetzt mal hier an der Seite, dass uns der Goblin nicht verfolgt und sieht. Uiuiui. Und da hinten ist nämlich ein
kleiner Jäger. So, und mit dem reden wir jetzt mal. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Alles klar. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, ich möchte nämlich schleichen lernen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du tief nach unten gehst. Hast du den... Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort... Beachte das, was ich dir sage und... Genau, das skippe ich jetzt einfach, weil er sagt uns jetzt einfach, wie wir schleichen. Wir schauen mal, was er so hat. Ja, ist auch die Überlegung, ob wir vielleicht sogar auf einen Bogen gehen. Der kostet 40 Erz. Hätten wir das irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Naja, Fleisch könnten wir braten und verkaufen. Ja, also beim Rückweg dann beim Rückweg machen wir hier noch ein bisschen was. Hinten gibt es noch eine Truhe und so weiter. Er verkauft Bögen. Es gibt, glaube ich, in dem gesamten... Mordrak. Hoffentlich steht Mordrak jetzt noch da. Nein. Mordrak ist weg, Leute. Okay, Mordrak ist weg. Ist jetzt mit der EP schade. Ich habe hier gespeichert. Okay, dann laufen wir durch mit Mordrak und lernen schleichen beim Zurücklaufen. Ja. Genau, mach ihn kaputt. Wir lernen dann schleichen beim Zurücklaufen. Okay, ich weiß nicht, wieso er jetzt daher läuft. Eigentlich läuft er unten rum. So. Er macht den Goblin kalt. Hoffe ich. Jawohl, sehr schön. Das rostige Schwert. So. Oh, und wir haben die EP bekommen. So. Ja, lauf halt weiter, Mordrak. Mein Gott. Ja, diese Laufquests. Oh, nicht so toll. Nicht so toll. Wir können alles einsammeln wieder. Mordrak kümmert sich um den Rest. Ja. Jetzt habe ich einen Fun. Genau, beim Rückweg machen wir das dann mit Schleichen lernen bei Kavalorn. Das skippe ich dann natürlich komplett, die zwei Dialoge. Wir sammeln hier alles ein. Also, ich finde, mit Mordrak, wenn ihr den Auftrag habt, ihn aus dem Lager zu locken, macht es relativ zeitig, aber holt euch die Liste aus der Mine. Ich zeige euch jetzt auch gleich, warum. Und zeige ich das euch jetzt gleich oder zeige ich euch das in der nächsten Folge, die dann am Dienstag kommt? So, vor dem Wolf ein bisschen aufpassen, weil ein Wolf ist für uns gefährlich. Aber jetzt seht ihr, hier können wir das Wolfsfell holen und zweimal Wolfszähne. Und da hinten ist auch nochmal ein Jäger. Der hat jetzt auch einen Wolf erledigt. Ich speichere jetzt hier, ich will das Material vom Wolf haben. Ich will nicht mit ihm reden. Er kann uns, glaube ich, auch nur Tiere ausnehmen beibringen. Also der ist eigentlich ein unwichtiger Charakter. Mordrak steht noch da. Und was ihr machen könnt, ihr könnt hier alles nehmen. Nehmt alles mit. Ihr könnt, glaube ich, die Truhe aufmachen. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ihr könnt die Truhe einfach aufmachen. Da habt ihr 5 Pfeile drin. Ihr habt einmal Heilung, eine Spruchrolle war das drin, 2 Bier und 2 Dietriche. Ist für den Anfang nice to have. Gerade wenn ihr auf Magie geht, Heilung ist sehr schön. Nutzen-Kosten-Verhältnis ist da sehr, sehr. Ihr braucht wenig Mana und seid dafür schnell vollgeheilt. Mein Gott. So, es wird langsam dunkel. Da sind wieder Goblins. Die lassen wir auch Mordrak erledigen. Ich weiß nicht, gegen normale Goblins müssten wir aber, glaube ich, sogar ankommen. Normale Goblins, Mole Rats und Scavenger. Das Gute ist bei den Goblins, sie haben immer ein rostiges Schwert dabei. Es sind auch wieder ein paar Erzbrocken. Und hier können wir mal schauen, ob wir die Truhe knacken. Links. Nein, links, links, rechts. Oh, wir haben unsere erste Truhe geknackt und 50 Erz fast. 5 Pfeile, 2 Bier und 2 Dietriche. Das ist für den Anfang eine sehr schöne Ausbeute.
So. Ja, jetzt wird es natürlich dunkel. Ist auch nicht so der Hit. Oh, doch, vielleicht schon. Ah, guter Kaffee natürlich, darf nicht fehlen. Immer schön hydrated bleiben beim Spielen. Also genug trinken heißt es, für die, die kein Englisch verstehen. So, und jetzt sind wir da. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris, er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Na klar, sehen wir uns. So, das hier ist jetzt das neue Lager. Und da gehen wir jetzt auch mal rein. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich glaube, wir gehen sogar jetzt schon direkt zu Laris. Damit ihr einfach diesen Abschnitt auch seht, damit er nicht auf zwei Folgen aufgeteilt ist. Genau. Ansonsten, ja, hier sind Reisfelder, hier gibt es auch einen Reislord. Und hier gibt es auch einen schönen Charakter. Ich glaube aber jetzt am Abend, deswegen habe ich gesagt, dass es, wenn es dunkel ist, eigentlich recht gut ist. Er heißt Lefty, spricht uns am Tag an. Ist eigentlich ein ganz cooler Charakter. Nicht. Ja. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Gleich. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Alles klar. Pass auf deinen Rücken auf. Halt! Da war noch ein Gespräch, was mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Alles klar. Pass auf deinen Rücken auf. Was die Söldner machen, finden wir später noch raus. Wir gehen jetzt erstmal zu Laris. Alle anderen Quests können ein bisschen warten. Hier ist Homer. Ja. Oh, da drüben. Schaut aus wie eine Kneipe, oder? Ja, ist natürlich die Kneipe des neuen Lagers. Ich weiß gar nicht, hat das alte Lager eine Kneipe? Sumpflager hat keine Kneipe. Nee, die haben nur einen Stand. Aber da bekommt man auch kein Bier her. Ja. Auf alle Fälle gehen wir jetzt zu Laris. Ist ganz leicht. Einfach hier hoch, links. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Dann will ich zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. So, er wird uns nicht aufhalten? Sehr gut, dann können wir weiter. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordra schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Alles klar. Und deshalb erst die Prüfung machen und die Liste behalten? Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Jawohl. Also. Dann sind wir jetzt hier schön bei Laris. Passt hier bloß auf, dass ihr nicht den Wein klaut. Beim Ansprechen mir schon so oft passiert. Und dann geht Laris auf euch los. Ja, ich will mich eurer Bande anschließen. So, was hast du denn vorzuweisen?
Ich habe einmal... Mordrak schickt mich. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Alles klar, machen wir. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf. Und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Und wir lassen uns jetzt noch eine Quest geben, natürlich. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Und wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Also genauso wie Diego. Und ja, wir sind Stufe... Oh, wir haben sogar 11 Lernpunkte. Da machen wir jetzt auch gleich. Lernen wir auch gleich was. Ich will mich verbessern. Wir lernen nämlich 5 Stärke. Wir lernen gleich 10 Stärke, Leute. Also am Anfang bis 50 Stärke durchballern. So, jetzt schauen wir uns mal unsere Quests an. Wir haben mit der Aufnahme ein neues Lager. Genau, Baal Isidro mit dem Kraut. Wir müssen die Liste noch zurückbringen, dann nochmal mit Laris reden. Auftrag von Taurus haben wir damit erledigt. Das müssen wir Taurus nur noch sagen. Aufnahme altes Lager. Diebestalent haben wir gelernt. Und das Rezept der Sekte haben wir da noch, genau. Können wir natürlich erst machen, wenn wir dann im Sektenlager sind. So. Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. So. Und ja, damit ist die Folge auch für heute vorbei. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen, war jetzt wieder nicht unbedingt actionreich, aber ja, wird auch noch kommen, dass hier viel mehr Action zu sehen ist. Achso, was mir einfällt, die Bedarfsliste, die erweiterte Bedarfsliste. Also, oben haben wir ja schon gelesen. Was mir gerade noch einfällt, 30 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein und 25 gebratene Scavenger-Coin, ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Ja, das ist es, was ich das neue Lager dadurch abgreifen will. Jo, ansonsten, ja, heute kommt dann noch ein Video um 16 oder 18 Uhr, ich glaube 18 Uhr, keine Ahnung. Lasst euch überraschen, also ich habe schon Ahnung, was kommt, ihr noch nicht. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Sonntag, macht was draus und bis zur nächsten Folge Gothic. Servus!